Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier auf meinem Kanal heißt 99 und bin ich hier auf der Zeche Säuferein. Ein Weltkulturerbe der UNESCO. Und hier gibt es einige zu sehen. Aber erstmal geht es hier für mich in das Rot-Design-Museum. Das befindet sich da auf der rechten Seite. Und anschließend geht es dann nach links ins Ruhrmuseum. Davor steht auch die längste Fahrtreppe im gesamten Ruhrgebiet. Und da ist das auch schon. Red Dot Design Museum. Da gehe ich jetzt erstmal rein. Das ist ein sehr schönes Museum. Dort werden verschiedene die neuesten Designstücke präsentiert. Wird das ausgestellt. Leider ist es aber dafür, das ist perfekt für einen Museumsbesuch. Und da ist es gleich so zwei Museen, die in den anderen sind. Ist das hier sehr, sehr, sehr praktisch. Aber es regnet natürlich stark offen. Und ist auch sehr wichtig, das heißt, die Besuchsausweispassung kann ich heute schenken. Aber egal. Ich war ja schon zwei bis dreimal. Das letzte Mal war ich vor Corona, hier. Genau. Nice. So sieht das Museum hier von außen aus. Und jetzt befindet sich hier so krasse. Und bestimmt muss ich auch hier auf meinen Rucksack anschließen. Designprodukte, zum Beispiel hier von dem Schweizer Hersteller Loditech. Drucker von HP, sehr schöne Lampen von Philips. Und hier ist das zum Fotografieren ausdrücklich gestattet. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. In manchen Museen ist das nicht so gern gesehen, dass man hier fotografiert. Wie auch schon fotografiert wird, aus dieser Film. Und da steht ein Schmuckstück, ein 4500. Nice. Hier sind wir. Hier verschiedene Werkzeuge, also die Werkzeugabteilung, und da ist ein Kindersitz. In diesem Museum geht es hier um das Thema Design, QT, Werkzeuge. Und das und natürlich darf Apple nicht fehlen. So, Roboter dürfen natürlich auch nicht fehlen. Echo von Echo Flow. Das sind Sanitärnahrung und der Zugang nach oben. Hier im Erdgeschoss werden die so Multimedia-Produkte und auch Werkzeuge präsentiert. Diverse Geräte und auch natürlich auch so Zubehör, Interface, Steuereinheiten. Stehen auch jetzt Informationen dran an jedem Produkt. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön.
Wenn ich das sage, ich meine 2023. Oh, seht ihr? Da haben wir was für unsere Gaming-Freunde. Ja, denn auf der rechten Seite steht mir so, ist mir so zur PlayStation 1 zu sehen. Die erste PlayStation überhaupt. Und die hat links daneben ist das neueste Produkt, nämlich so PlayStation 5. Richtig, richtig nice. Und da ist der Fiat sofort an der Rückseite. Von hinten. Wow, schaut euch mal den so Monitor an. Richtig, richtig langen Curve-Monitor. Von AOC International unter Lizenz von Porsche. Jetzt ist es noch oben. Und so sieht die so ganz in Apple auf der rechten Seite anschauen. Das ist der Super PC. Das ist der heutige iMac. Das sind der MacBook, iPhone. Das ist das allererste iPhone hier, ganz links. Damals war das iPhone war so 1000 Mal kleiner als die heutigen. Schaut mal, iPhone 14 Pro. Mit dem, genau mit diesem Gerät, filme ich das Ganze auch. Mit dieser portablen Kamera. Das ist der iMac. Aus 2004, jetzt richtig sehe, Apple und diesen ganzen Mäuse und der natürlich darf der iPad ja nicht fehlen. Hier stehen Fahrräder, zwei Fahrräder und natürlich auch Zubehör fürs Fahrrad, inklusive Helm. Da steht auch was drauf. Das ist das bekannteste Terminal von Shopify. Diesen Namen höre ich so ständig in der im Radio und auch im Fernsehen. POSG Go Shopify, das ist ein mobiles Kastengerät. Und rechts daneben ist ein moderner Sound Terminal. Das kann man sehr gut daran sehen, dass da unten sich ein Kartenschild befindet. Es geht auch wieder Shopify-Gerät. Das kann man sowohl kontaktlos als auch gesteckt bezahlen. Oder oben befindet sich bestimmt auch ein Durchsieh-Dingsbums. Das sind so PDAs für die Lagerkontrolle. Schweißbrenner, alles hier, Puma, hier sind hier verschiedene Hersteller vertreten, Produkte von verschiedenen Herstellern, das sind moderne Überwachungssysteme und direkt daneben befinden sich die so WLAN-Repeater und weitere technische Teile, so LED-Display von der Rückseite aus. Und das sind ja Router, und auch Repeater. Und hier stehen auch ein paar, WLAN-Produkte, WLAN-Artikel und auch Audioprozessoren. Paradies für alle Technikfreunde, wie mich. Ich bin auch sehr stark für Technik. Gigabyte eben. Das ist ein HP-Monitor. Das ist ein Future-Produkt. Produkt für die Zukunft, ein Prototyp. Deshalb ist es auch so sehr, sehr spannend. Wir sind auch abgesperrt. Hier aus Australien. Ja, Moment, aus Neuseeland, ein Wasser-E-Bike, cool. Damit kann man im Meer, zum Beispiel im Meer Fahrrad fahren. Das ist ein bisschen verrückt, aber so ist. Aber die
Aber die Technik macht eben möglich. Schau mal, oben ist hier Industrie. Der Rest Industriekultur und hier unten hochmoderne Produkte aus der heutigen Technikzeit. Ein sehr, sehr starker Kontrast. Für alle PC-Freaks. Das sind Mainboards. Und das sind hier CPU-Kühler, das sind diese von den diversen Kühler und auch Speichermodule. Und das sind hier Router, weitere WLAN-Router. Und das sind Grafikkarten, zum Beispiel eine GeForce RTX. Gleich 1, 2, 3, 4, LGS vor die Serie von Asus aus Taiwan. Mal gucken, Gigabyte und ebenfalls einige Hersteller von Gaming-PCs kommen aus Fernost, zum Beispiel aus China, aus Taiwan, China. Und die andere Hälfte kommt eben aus den USA und aus Europa. Und LG kommt aus Südkorea. Da sind so Game-Laptops. Von Gigabyte ebenfalls aus Taiwan. Das sind hier Motherboards, das sind Motherboards. Und das alles hat hier mit PC zu tun. Hier ebenfalls, da sind die Projektoren zu sehen. Und das ist hier ein Teilbereich, wo Mobilität mit ganzen Fahrrädern, Lastenrädern und auch E-Mopeds. Und natürlich auch Klappfahrrädern. Das müssen Klappfahrrad sein, oder? Ne, ein Rad. What? Was? Ein Rad? Ein elektrisches Einrad habe ich noch nie gesehen. Und das müsste ein so Hoverboard sein. Nee. Ein klassisches Skateboard. Und das sind hier weitere Notluxus. Und hier steht eine Asus Chromebook. Neben Windows gibt es hier auch Chromebooks. Das ist ein Vivobook. Das sind hier für diverse Notebooks, bessere Netbooks. Und hier stehen sogar Ladestationen für Elektroautos. Und hier steht ebenfalls noch ein Ladestation. Das ist so eine Heidelberg. Deutschland aus Waldorf bei Heidelberg. Na cool, in der Arsel, in der Station. Und hier stehen verschiedene Produkte auf dieser riesigen Wand. Und da ist der Fahrstuhl. Ja, eben nach unten schwert. Und natürlich ist auch alles weihnachtlich geschmückt. Jedenfalls ist ja sofort zu melden. Dann gehe ich jetzt mal rein. Ja, Red Dot Winner 2023 und da den so LCD-Fernseher. Und zwar der so Sony Bravia X90L Series. Und da ist das gute Stück. Der ist aber richtig groß. Und der gefällt mir auch sehr schön mit dem Körper. Das ist ein Gaming-Fernseher. Ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ich dachte, es ist ein Curve-Monitor, aber dass es auch Curve-Fernseher gibt. Das wusste ich bis jetzt noch nicht. Und rechts daneben ist ein Lenovo Desktop PC. Hat ebenfalls den Red Dot Winner gewonnen. Und direkt dahinter ist diese hochmoderne Bosch Waschmaschine.
Robert Bosch Hausgeräte aus München. Nee, Trockner, sorry, Trockner, das ist ein, natürlich, das ist ein Trockner, hochmoderner Trockner eben. Und leider ist das hier, ist dieses Stück weg. Und Monitor, das ist es hier unter dem Monitoren aus, hier aus, Apple, das ist ein, so, das ist ein Apple-Monitor. War cool. Noch weitere Produkte. Wie beurteilen Sie schon die Designqualität? Ah, okay. Hier stehen die so ganzen Sieger in diesem Bereich hier. Küchenkomposter. Und das ist ein Tischgeschirrspüler. Das sind so kleine Geräte. Und anderen Controller. Ah, cool, das ist so PlayStation 5. Das ist PlayStation 5 Controller inklusive VR. Anheizung, da steht ebenfalls noch eine weitere Station. Und hier Werkzeug. Und hier so eine Drohne. Wow, das ist eine Drohne. Gibt einige so Szenen hier. Aber auf den oberen Etagen ist die Ausstellung deutlich kleiner als hier. Hier im ersten Stock. Dann ist er wirklich drauf gestiegen. Aber cool. Videokamera. Die sehen wirklich sehr, sehr schön aus hier. Das sind eben auch die Sieger. Deshalb sehen die auch so schön aus. Ach cool, was ist das da hinten? Das sind doch nicht Flugzeugsitze, oder? Ja, wo steht die Information davon? Was das ist? Und da steht was. Doch wirklich. Flugzeugsitze. Ricaro CL318 Eco Glas. War cool. Darf man sich da hinsetzen? Ich setze mich einfach drauf. Scheiße, ich bin jetzt drauf, aber egal. Ich setze mich drauf. Oh, das Ost ist wunderbar. Wunderbar. Queen von einem so was Eco Glas. Sind die wirklich bequem? Die haben so auch diese zusätzliche Polsterung und auch diese so Lehne, die hier diese Seite nehmen. Die gefallen mir wirklich gut. Und die klappen, die man natürlich hoch und runter klappen. Und die kann man sogar verstellen. Ich bin mal gespannt. Oh, cool. So sah es hier damals aus. Industrie statt Ausstellung. Ah, cool, hier kann man so runterschauen. Hier kann man sogar in den Schacht schauen. Peter Sieb. Auf Red Dot. Ah, okay. Das Foto wurde in Bogen gemacht. Bestimmt im Bergbaumuseum. Genau, im Bergbaumuseum müsste das sein. Wir sind auch von Ikea, Partikel, zum Beispiel Waschbecken, Drehstuhl. Und das war's auch schon hier im Essen. Wow. Habe ich auch nicht gesehen, von hier oben aus hat man wirklich einen schönen Blick auf dieses Fluggerät. Aber hier ist er gleich nach oben. Ein hochmoderner Staubsauger von Vorwerk aus Wuppertal. Nämlich der Kobold VK7. In vorigen Tagen habe ich das so für erste Modell gesehen. Und hier steht das hochmoderne Modell. Weiß nicht, wo das war nochmal. Wo war ich denn? Das war ein bisschen Industriemuseum. Nee. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Das müsste Wuppertal sein, oder? Und ich sollte gestern da sein, natürlich. Das war in der DASA und jetzt nochmal diese Karosserie von einem Audi A8. Die in der zweiten Etage befindet sich hier diese so Haushaltswarenabteilung. Der Haushaltswarenbereich, die Haushaltswarenausstellung. Diverse Armaturen, Ventilatoren,
steht ein, das ist ein Luftreiniger hier von LG und was ist der Kongressbote von Philips. Und das sind verschiedene Duschköpfe, die ich auch sehr, sehr schön finde. Besonders hier diese so Regendusche. Und da ist das so Flugdirekt und natürlich dürfen diese Badewanne nicht fehlen. Und schaut mal, von oben hat man auch einen. Die auch verschiedene Monitore anschauen. Stehen auch verschiedene Monitore. Und das ist ein Fluggerät. Schauen wir mal, welches. MTU Sport. Drahtschrauber. Vom Auto Giro aus Hildesheim. Wow. Also made in Germany. Nice, nice, nice. Nicht schlecht. Und ja, sieht man auch diese so Industriekultur, diese so eine alte Industrie. Eben. Hier sind noch mehr Armaturen zu sehen, sogar auch aus Gold. Natürlich darf diese Toilette nicht fehlen. Und diese dahinter bewegen diese Technik. Das ist hier von Gore. Das ist ja alles hier von Gore. Das sind ja alles hier von Gore. Ja, aus Düsseldorf. Cool, cool, cool. Gore hat sich hier eine so eigene Fläche gegönnt. Aber können sie auch machen, denn Gore ist wirklich ein sehr, sehr, sehr toller Hersteller im Bereich Sanitär. Gibt sogar Radio, Duschradio. Und was ist das? Ach, geil. das ist eine Luxus-Toilette. Nice, nice, nice. Und da stehen noch weitere, da steht ein weiteres Fahrrad von einem, also E-Bike von Unbike aus Basel. Ja, aus Barcelona. Das ist ein Notausgang, aber wir haben wirklich einen Blick auf die alten Industrieanlagen werfen. Diese Toilette ist ja wirklich die Hochmodell-Toilette, die ich jemals gesehen habe. Als ich gerade eben vorbeigelaufen bin, als ich jetzt selbst, öffnet sich die Toilette automatisch. Da ist ein Sensor drin, ein Bewegungssensor. Und wenn ich ja weggehe, dann müsste sich diese Toilette jetzt hier eigentlich schließen. Nee, klappt doch nicht so richtig. Das sind so Steuer, das ist der Remote-Controller von der Toilette. Schließen? Ah ne, der ist nicht. Er schließt sich nicht mehr. Stimmen wir mal hier um den Block. Schließen? Ne, bleibt er dauerhaft geöffnet. Er reagiert einfach nicht mehr. Mal schauen. Ich bewerte hier im so vorderen Bereich und hier steht sogar noch eine altes Förderbank, wo die so Kohle von unten nach oben transportiert wurde. Und die so Kohle liegt sogar noch jetzt drin. Ich denke mal, dass es hier keine echte Kohle ist, sondern dass das alles hier so restauriert wurde. Und dann geht's weiter.
diesen Steg gab es damals da nicht und wurde erst hier, und wurde nachträglich hier eingebaut. Von hier hat man einen monischen Blick. Und hier steht sogar ein Sofa. Vorsitzung der Ausstellung. Und natürlich hat man auch einen Blick hier auf diese Ausstellungsfläche im ersten Stock. Und hier stehen gleich 1, 2, 3, 4 Badewannen. Und natürlich darf das Ehebecken nicht fehlen. Und wie bereits auf der so anderen Seite stehen jetzt hier auch auf dieser Seite verschiedene auch diverse Gegenstände auf der oberen Ebene. Da stehen Kehrwägen und hier stehen Monitore. Aber es ist nicht wunderbar, dass dieses Geländer sehr niedrig ist. Das ist wirklich was Nichts für schwindelige Personen. Der ebenfalls so Haushaltswagen, schon hier diese gesamte Etage ist ihr Haushaltswagen. Stehen moderne Kühlschränke von Siemens, von Haya, von Bosch und ja, auch von beiden Herstellern. Und einen Gang weiter. Dort stehen so verschiedene Waschmaschinen. Und so weiter, hier Porzellan, diese Porzellan-Systeme, da sind zwei Hocker. Und da geht es auch schon wieder zurück zum Fahrstuhl. Ja, auch so ein Treppenhaus für alle Sportlichen. Und da ist mal wieder der Audi A8 zu sehen. In den Fahrstuhl geht es jetzt hier nach oben. In die dritte Etage. Wie ist es jetzt? Es bleiben noch zwei Etagen, aber die dritte haben wir die vierte. Die fünfte ist hier dicht und hier ist nur Büro. Und hier gibt es ein Material. Wanderstöcke, Fahrräder. Auf den ersten Blick ist es hier richtig, richtig klein. Denn auf der zweiten Etage kann man jetzt hier nach links gehen. Aber hier im dritten Stock geht es nur nach rechts. Und das ist dieser so Helikopter. Dieser Heli. Jedenfalls raus aus dem Wagen. Wo ist wieder ein Kunstwerk. Oh cool, das sind sehr schöne Sport-Skischuhe aus Slowenien. Von Alpina. Alpina ist eine sehr bekannte Marke im Bereich Schuhe. Und da sind auch Skischöcke, ebenfalls aus Slowenien. Vom Hersteller Elan. Aber hier geht es auch schon weiter. Aber nur bis da hinten ist nur so verschiedene Koffer zu sehen. Und Trolleys. Auch ein Blick. Jetzt ist ein Fahrstuhl, jetzt wieder nach unten. Das gibt es doch echt nur im Ruhrgebiet. Industriekultur trifft auf moderne Ausstellung. Und hier geht es nicht weiter, hier steht ein schöner Stuhl. Nice. Auch natürlich aus Italien. Lounge-Stuhl. Dieser Stuhl gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, denn der hat hier einen verschiebbaren Tisch. Ich stehe jetzt wieder auf und zeige euch mal das Schmutzstück. Und den kann man sogar rollen. Der kommt aus Japan, von Itoki. Und rechts daneben steht ein italienischer Stuhl. War cool.
Richtig, richtig nice. Jetzt geht's noch in die, jetzt geht's noch in die vierte Etage und das war's auch schon mit der Ausstellung. Wir sind hier auf der obersten Etage angekommen. Und hier stehen sogar, hier stehen gleich zwei schöne Lampen. Und links und rechts kann man noch diese so Industrie. Kann man noch diese so die haben wir noch die Reste von der ehemaligen Kohleindustrie sehen. Und ich gehe sogar weiter. Leider hier nicht barrierefrei. Aber ich bin mal gespannt, wo es da hinführt. Oh, schau mal. Das hier so wackelt auch ein bisschen. Oh, das ist wirklich nichts für schwindelfreie Personen mehr. Das sind ja auch Objektive und auch Spiegel, Reflexkameras. Da ist ein Ständer. Der ist aber wirklich hoch hier. Hohohoho. Oh. Krass, wie hoch hier sind. Vierter Stock eben. Und der Fahrstuhl ist noch da unten. Jetzt haben sie einen freien Blick nach unten. Da sind die modernen Spacewalker aus von der Dark NV aus Belgien. Was, die sehen ja wirklich so sehr, sehr schön aus hier. Ja, die so schön stehen im weißen Mensch und der dahinter ist der Great Monsters. Oh, cool. Direkt dahinter, schaut mal. So. Und hier noch ein Blick hier nach unten. Und hier oben gibt es auch so sehr, sehr viel so Technik zu sehen. Überwiegend mobile Technik. Da stehen ja sind ja verschiedene Smartphones hier von Asien und eins auch aus Deutschland und aus England. Das sind ja Motorola aus Shenzhen, China. Das ist ein Xiaomi. Das sind sogar zwei Xiaomis. Und da stehen ebenfalls Motorolas. Und das sind Hybrid-Smartwatches und Kopfhörer. Und das ist ein moderner Plattenspieler. Kopfhörer, diverse Kopfhörer. Aber die sehen nicht so spannend aus, meiner Meinung nach. Der hat diesen klassischen eben. So, die sehen auch sehr schön aus. Und dann steht das hier. Das sind noch vielleicht andere Produkte. Und das ist aus Polen ein Röhrenverstärker. Wow, habe ich noch nie gesehen, sowas. Das ist bestimmt so ein altes Zeug. Und jetzt steht es wieder runter. Ich mache jetzt euch jetzt schon das Fazit. Das Museum, der Besuch ist so Red Dot Design Museum. Ganz zufällig bin ich hier im Treppenhaus und hier hängen noch alte Werbeplakate und dann hier für die Ausstellung im benachbarten Ruhrmuseum, da gehe ich dann auch hin. Und da geht es auch nicht mehr weiter. Oben ist hier Verwaltung. Seit März 2020 vor Corona ist ein Treppenhaus. Wir haben ein offenes Treppenhaus und natürlich den Fahrstuhl. Jetzt ist auch nur es weiter geht zum Fahrstuhl. Der befindet sich direkt hier rechts nebenan. Direkt nebenan eben. Das ist eine vollautomatische Lampe. Und natürlich darf der Sony Walkman nicht fehlen. Links ist das erste Modell und rechts ist das aktuelle Modell.
beziehungsweise ein vergleichbares Modell. Aber das ich sehr schön an dem so Design von so echten Mobman sehr, sehr ähnelt. Ah, okay. Und? Da steht auch ein Adapter, aber den habe ich euch schon gezeigt. Steht der 4.5. Ihr seht auch, spielt zurück, geht zum Ausgang.